Abschlepper Sven Frings geht den Tag gelassen an. Noch. Heute soll der Mitarbeiter der Firma Palke ein getuntes Auto abholen. Für die Verkehrspolizei Köln. Ein Routinejob, so scheint es zunächst. Das ist eigentlich schwierig, die auf den Haken zu kriegen. Die liegen doch meistens tiefer gelegt, ne? Ja. Dafür haben wir gute LKWs. Damit kriegen wir eigentlich alles hin. Wenn da gar nichts mehr klappt, dann müssen wir mit dem Kran raus. Ich meine, es gibt manche, die verdienen es absolut, ne? Aber ja, ich finde es manchmal ein bisschen kleinkariert, was da passiert. Klar, die stecken viel Geld und Zeit da rein. Haben dann immer Angst, dass wir die Karren kaputt machen. So, das müsste der Reitweg hier sein. Ja, da vorne steht er doch. Ja, ein Honda Civic. Hammer. Durch den Film allein schon so Fast and Furious sind die Dinger so extrem ins Kommen gekommen, die Japaner alle. Bietet sich das zum Tunen an? Ja, klar. Die waren auch früher von der Leistung gar nicht so schlecht. Das ist ein VTEC. Und die haben variable Nockenwellenverstellung als erstes gehabt. Und die sind ziemlich drehfreudig gewesen. Mal gucken, wie der Zustand ist. Wir gehen jetzt davon aus, weil er so extrem tief ist, dass nichts eingetragen ist oder so. Die tiefer gelegte Flunder liegt Fahrradkopf Ralf Jochheim seit Monaten im Magen. Der Kommissar fährt normalerweise mit dem Radstreife. Heute hatte er sich im Zivilwagen versteckt, um den Autoposer abzufangen. Mit Erfolg. Auch dessen Freund musste diesen schwarzen BMW stehen lassen. Sven Frings hat ein Herz für Tuner. Trotzdem zieht er seit Jahren frisierte Kisten aus dem Verkehr. Ein Job zwischen zwei Fronten. Mahlzeit. Ja, grüß dich, hallo, Ralf Jochheim. Respekt, zwei Stück? Sven, hi. Ja, wir haben zwei. Also bei ihm ist hier der Angel Eis, hat der vorne verbaut. Ja. Machen wir kurz an, dann sehen wir das mal. Dann holt er mal auf. Machen wir mal an. Das sind die Angel Eis hier. Ist nur Licht, sonst nichts. Ist nur Licht, mehr ist es nicht. Ist nicht zulässig in dem Rahmen. Das ist nachträglich eingebaut. Und kann nicht ausschließen, dass noch mehr Sachen am Auto verändert wurden. Aber ich glaube, dass bei diesem Fahrzeug, kann ich noch mit gutem Gewissen sagen, der kann so zum TÜV fahren. Okay. Bei diesem Fahrzeug hier vorne, sage ich ganz ehrlich, der muss abgeschleppt werden. Okay. Das sieht man ja schon. Oh, hier Samurai-Schwert ist, drin? Ja, also unglaublich, der hat ein Samurai-Schwert. Ja, da drin, abnehmbares Lenkrad ist zu gefährlich, hat er abgenommen. Abnehmbares Lenkrad nicht eingetragen, das ist überhaupt nicht zulässig hier. Ja, einfach dran klicken, ne? Wie gesagt, und das Ding... Du legst eingetragen oder was? Das, nee, und das kann ich nicht verantworten. Ne? Der Luftfilter ist da komplett ausgebaut. Ja, so ein Sportautofilter, auch nicht zulässig. Dieser Haken da hinten dran, was das bedeuten soll, verstehe ich auch nicht. Du hast ja direkt ein Sahnestück ausgesucht, so tief, ne? So eine Anhängerkupplung-Ersatz, irgendwie sowas, oder was soll das sein? Was vermuten Sie denn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ein Abschlepphaken. Ein Abschlepphaken? Ja, das ist eigentlich für den Rennsport, die Optik hier. Okay. Also ich würde da nicht dran gehen. Ich auch nicht. Oh Mann, Leute. Wir müssen also, ein von euch? Der Ansprechpartner hier? Gut. Lass mal das Ding zusammen auf, dann siehst du auch, dass wir nichts kaputt machen, ganz ordentlich. Ja? Wie gesagt. Eingetragen hast du nichts? Hm? Eingetragen hast du gar nichts? Ja doch, ja. Das macht man schon seit 3 Jahren, das muss ich ja rumsprechen. Das hättest du sparen können, ne? Der Tuner fährt, der Abschlepper führt. So, dann setz mal langsam zurück. Wir haben Zeit, kein Stress. Alles ein bisschen übertrieben, ne? Nicht dezent. Ob man damit fahren darf, ist wieder eine andere Sache, ne? Also der BMW ist schon stabil, weil wir fahren schon 3er BMWs und ist schon stark auf jeden Fall. Starkes Auto, aber das andere, den können wir vergessen. Wenn vorbeikommen, Mittagszeit, jede Menge davon. Das sind nur Pechvogel jetzt hier erwischt. Jetzt guckst du, dass du mittig hier hinkommst. Sollbruchstelle, die Ladekante. Es wird eng. Langsam, langsam. Langsam weiter, ja? Stopp, 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 stopp. Ein bisschen zurück. Das klappt doch gar nicht. Ja, ich muss da Holzbretter drunter legen. Ja. An dem mache ich nichts in Ordnung hier. Also von daher gesehen, natürlich ist es zu tief und würden wir ja draufkriegen. Also wir können nicht drauf fahren, sonst würden wir die Schürze vorne abreißen. Ne? Hauptsache kein Nagel drin, ne? Ja, aber negativ, da hätten wir noch weniger Platz, wenn der Reifen platt ist. Langsam weiter, langsam, ja. Langsam. Ja, weiter vor.
Jut, halt mal so die Bremse. Zieh mal die Handbremse. Mann. Kannst du mit dem Auto vergessen hier. Muss man gerade anrufen, müssen wir ein anderes Auto bestellen. Fährst noch mal vorsichtig langsam zurück. Klappt nichts, wenn? Nee. Was kann man jetzt machen? Wir holen jetzt ein anderes Auto, der keine Rollen drauf hat. Da kannst du ihn so hochfahren, um einiges besser. Langsam zurück, weiter. Wunderbar. Aber wenn du alles unten drunter guckst, dann schleift schon alles ohne Ende. Das heißt aber, wenn wir den jetzt aufladen würden und der wird bei uns am Plateau ein bisschen kratzen, dann wird er sagen, ihr habt mir was kaputt gemacht. Ja, kommt jetzt schnell einer vom Bord zu einem anderen Auto. Weil du kannst nirgends einen Haken einlegen. Ja. Wie lange braucht er jetzt noch? 10 Minuten, denke ich mal. Ja. Stefan Palke leitet die Abschleppfirma mit seinen Brüdern. Der Bergungsspezialist muss sich an diesem Morgen um einen echten Koloss kümmern. Ein LKW ist liegen geblieben auf der A4. Aber lieber bei einem Stau einen LKW abschleppen wie bei fließendem Verkehr. Beim Stau ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass hier jemand reinfährt. Deshalb versuche ich immer so schnell wie möglich hier wieder weg zu sein. Auf der Autobahn ist es saugefährlich. Ja, ich glaube, das müsste da sein. Okay, der steht aber ziemlich weit rechts und auch hier auf der Spur. Das ist an sich schon mal relativ gut, wie er da steht. Bei dem Pannen-LKW ist ein Lufttank geplatzt. Er sorgt normalerweise für Stabilität und reguliert den Abstand zur Fahrbahn. Jetzt aber liegt der Anhänger zu tief und blockiert dadurch einen Reifen. Gut, rechte Seite. Rechte Seite? Ja. Welcher denn? Der letzte? Ja, also direkt. Der letzte Luftbalk. Ja, hier vorne an der Achse oder was? Ja, an der Achse. Wenn Sie da durchgucken, dann sehen Sie, wie er geplatzt ist. Der Luftballen ist geplatzt. Das heißt, er kann hinten nicht hochdrücken und dadurch sitzt das hier auf. Und dann irgendwann wird das heiß und dann platzt daher der Reifen. Für mich wäre hier Schluss, wenn das nicht gemacht wird. Ach nee. Hättest du mal besser gewaschen hier unten. Bitte? Ganz dreckig die Kiste. Der Luftschlauch, der zu dem Luftballen, der ihn mit Luft füllt, der wird abgemacht und es wird zugeklemmt. Weil sonst, wenn ich den Wagen anmache, pumpt er ja Luft. Und wenn der offen ist, geht die Luft weg und es bringt nicht viel. Der muss zu, der Schlauch. Das werden wir gleich sehen, ob es überhaupt machbar ist. Und ist der Patient zu retten? Ja, ich glaube schon. Dann habe ich jetzt die Leitung tot gemacht, Blindstopfen drauf, dass der die Luft da nicht mehr rausschmeißen kann. Ich hoffe, dass es jetzt dicht ist. Dann machen wir mal an. Okay, mach ich. Boah. Uwe Mager pumpt Luft in den LKW, damit er sich aufrichtet. Tut sich was? Noch nicht. Bevor das Licht nicht ausgeht, kann ich nicht weiterfahren. Das Problem ist, jetzt muss der den ausgleichen. Meine, der LKW ist ja ganz leer mit Luft. Die komplette Luft ist da rausgegangen aus dem LKW. Der muss jetzt erst wieder den Druck aufpumpen, bis man die Hinterradachse wieder hochmachen kann. Pumpt er die Luft? Doch der Radkasten hängt wie Blei auf dem Reifen. Voller Luftdruck, null Bewegung. Die üblichen 10 Bar reichen nicht mehr aus. Ein Blick in den Frachtraum offenbart ein weiteres Problem. Mager reist mit schwerem Gepäck. 20 Tonnen Stahl auf 4 Achsen verteilt. Das Problem an der Last, sie wird jetzt nur noch von einem Lufttank gestemmt. Das kann nicht lange gut gehen. So, hier unten ist der Luftball. Mit der Lampe hier runterleuchtet, sieht man unten den kaputten. Da sieht man die Fetzen rumfliegen. Und hier auf der Seite sieht man den ganzen, aber der ist schon so groß. Und wenn er jetzt damit weiter über die Autobahn fährt, wird er auch platzen. Ja, mal gucken, was jetzt die Spedition will, was die sagen, was der Fahrer machen soll. Kunde ist König. Die Ferndiagnose vom Chef lässt Mager keine Wahl. Er muss jetzt improvisieren. Da kommt einer. So. Ungebremste Vorfreude beim Oberkommissar. Endzeitstimmung bei den Tunern. Abschlepper Antonio ist als Verstärkung gekommen. Antonio, wie sieht's aus? Kriegt man den hoch? Ja. 100%. Nö, lass ihn fahren. Hörst wieder auf mich und dann fahren wir die Karre da hoch. Willst du ein Brett direkt runterlegen? Pass auf, Achtung. Jetzt passt. Wie gesagt, wir haben Zeit, mach langsam, alles, was ich sag. Wenn ich sag stehen bleiben, direkt stehen bleiben, ja? Ja.
Ohne Hilfsmittel geht es auch diesmal nicht. Warte, ein Brett noch, hallo! Der ist gut tief, mach Beine drunter. So, Antonio. Was jetzt folgt, ist Millimeterarbeit. Der Bolide am Tiefpunkt. Langsam, mach langsam. Komm weiter. 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 Guck mal hinten, Antonio. Komm, weiter. Weiter. Noch ein Stück. So. Handbremse ziehen. Schön durchziehen. Gang drinnen lassen. Motor aus, Kupplung loslassen. Und dann vor der Bremse gehen. Ersten Gang reintun. So, Kupplung loslassen, genau. Jetzt kannst du aussteigen. Mach die Fenster hoch. Hol dein Handy raus. Ich nehme dich dann gerade mit. Super, ja? Hat man da Mitleid als Abschlepper? Klar. Du nimmst dem Jungen jetzt sein Spielzeug weg. Ist schon erschreckend, wie man mit so einem Auto fahren kann. Ne? Das ist eine Gefährdung für andere auch natürlich. Beurteile ich einfach mal so. Bin mal gespannt, was da rauskommt, aber dann pfiff gleich. Ach, wie die Felgen nicht kaputt hier, ne? Mit wunderbaren Felgen so. Weißt du, was die kosten zurzeit? Ja. Unter 1800 kriegst du gar keine im Moment. Ja, ja. Und das sind Lenzo-Nachbauten, die sehen fast genauso aus. Die kriegst du für 600 Euro. Im Konvoi geht's jetzt zur Prüfstelle. Sie fahren mit ihm? Besser mit ihm mit. Ja? Sie fahren mit ihm mit? Sie fahren hinter dem Abschlepper hinterher? Ja, können Sie mir vielleicht sagen, wohin? Wir fahren zum grauen Stein, fahren wir. Zum grauen Stein, zum TÜV. Weiß der nicht. TÜV-Gutachten, einfach hinterher fahren. Kriegt mal alles wieder hin. Weißt du was, es ist finanziell scheiße, das kostet ja ein bisschen Geld. Und das hättest du sparen können und du kriegst einen Punkt. Das sag ich dir jetzt auch schon. Ist er Raucher, nicht Raucher? Ich Raucher. Alles gut, hast schon mal Geld, die Spaß. Vor allem, das ist, ich trinke Alkohol, nehme keine Drogen, rauche nicht. Ja. Das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Ja, ist bei mir auch so. Ich habe selbst eine getunte Karre. Was wär's? Edition 30. Scheiß auf den Luftfilterkack und scheiß auf dein abnehmbares Lenkrad. Aber das ist schon Vorsatz, wenn du alles dabei hast. Vorsatz ist dann immer so eine Sache, da können die dann hören, dann wird's teurer. Wenn ihr einen auf die Motorhaube kackt, lass es direkt eintragen. So, und hier sind wir schon. So wie wir jetzt aufgeladen haben, so laden wir auch wieder ab. Du setzt dich wieder rein, ganz langsam. Beim Runterrollen lassen, nimmst du auch direkt die Handbremse mit. Lässt dir einfach schön schleifen, passiert ja nichts. Motor an, genau, und jetzt ganz langsam runterdosieren. Genau. Weiter. Weiter. Langsam, langsam, langsam. Jetzt kannst du weiter. Kann auch schön draufhalten, wie eng das da vorne ist. Nee, da fehlt nicht viel. Weiter. Sehr gut. Das hat geklappt. Für alles andere sieht Fahrradkopp Jochheim schwarz. Ich weiß, wie das hier ausgeht. Ich will dem TÜV-Prüfer auch nicht vorgreifen. So wie es jetzt natürlich ist, sieht das nicht gut aus erstmal. Ne? Kommt auf an, was der noch sagt. Und wenn der verkehrsunsicher nachher sein sollte, weiß ich aber nicht, dann müssen wir das Ergebnis abwarten, dann dürfen sie mit dem Wagen nicht mehr fahren. Das heißt, der muss auch hier vom Gelände muss der runter. Oder sie müssen ihm jemanden holen, der den abschleppt oder wie auch immer. Ne? Ja. Das Lenkrad, wo ist das nochmal? Das Lenkrad, das zweite Lenkrad, wo ist das? Der ist auch dabei, ja. Luftfilter, sagen wir mal, ja. Der Kofferraum, ein Warenlager. Alle Originalteile an Bord. Und Luftfilter haben sie noch, ne? Ja. Den kriegen sie auch eingebaut, kein Problem. Ja, ich hab das Werkzeug auch schon. Also, putzen das Auto und alles dabei, ne? Wahnsinn. Jede Woche. Mann. Ist halt mein Hobby, ne? Meine Leidenschaft. Ich finde das in Ordnung, aber dann doch bitte auch so. Ja. Klar, aber wenn was passieren sollte, ihr lebt doch nicht mal froh. Wirklich. Versicherung ist da nicht gar nichts mehr, ne? Wie alt sind Sie jetzt? 19. Ja, sehen Sie mal. Kein Alter, ne? Ja. Wenn Sie bezahlen müssen, dann Leben lang, wenn es passieren sollte, aufgrund so einer Sache. Mhm. Da haben Sie eigentlich noch Glück gehabt, dass ich angehalten habe. Sag ich Ihnen ganz ehrlich. Kriegen wir hier vorne rein und wenn der TÜV-Prüfer sagt, das können wir so einbauen, dann machen wir das auch so. Ab jetzt liegt alles in der Hand von Andreas Breckle. TÜV und Tuner, meist keine Liebesbeziehung. Also Lenkrad und Luftfilter kann ich hier vor Ort kann ich umändern. Und vielleicht zeigst du mal ganz kurz, was er machen kann mit dem Lenkrad, dass er auch schon mal vornherein weiß. Ja, jede Menge geändert. Zum Bypass hier drunter noch. Noch mal ein kW rauskitzeln. Ah, das scheint nur eine Folie zu sein. Das ist Folie. Der Prüfer lässt sich nicht täuschen.
Jochheim fasziniert währenddessen noch ein anderer Blender. Das ist schon kurios. Ja. Leider aber kommt der Oberkommissar diesmal nicht zum Zug. Zwei andere Beamte waren schneller. Die Kollegen waren fleißig hier und haben das Auto festgestellt hier vorne. Hallo? Ja. Und jetzt wollen sie mal zum TÜV vorführen. Ist nicht mal eine Maßnahme, aber schon ein kurioses Auto, ne? Und woran hat es gehapert? Ich gehe mal davon aus, im ersten Moment an der Lautstärke. Ist er so laut? Ja, der hat... Ja, doch, der ist schon ordentlich laut, ja. Nein, will ich auch mal hören jetzt hier. Einmal will ich auch mal hören. Müssen zwar nicht, aber interessiert mich einfach mal. Er hat den Wagen so gekauft, dachte er. Ja. So gekauft für 200 Euro. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und noch ist der normal, ne? Ja, aber wie man da drauf kommt, diese Hühner daran zu binden überhaupt, ne? Waren die vorher auch schon dran? Nein, die habe ich tatsächlich dran gemacht. Ich fand's lustig, weil das ist eigentlich ja ein Hundespielzeug. Hab's mir dann mal einfach so gedacht, Einparkhilfe im Parkhaus, wenn es eng wird, dann quietscht es, bevor es knallt. Ja, Einparkhilfe, man sieht es hier. Die ganze Macken hat echt was gebracht hier. Ja, in dem Fall nicht. Ist halt ein sehr auffälliges Auto. Gut, dass man sagen kann, die Polizei ist da... Ein gern gesehener Gast bei diesem Wagen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die TÜV-Prüfer heute drauf sind. Man kann nur hoffen. So, Jungs, viel Glück, ne? Danke. Und wie gesagt, alles, was ihr verändert, eintragen lassen. Ich muss noch mal weiter. Alles klar. Tschüss. Wieder zu einem Polizeieinsatz. Beamte haben auf der Autobahn einen LKW gestoppt. Noch weiß Sven nicht genau, was ihn erwartet. Was aus dem aufgemotzten Honda wird, entscheidet sich nun auf dem Prüfstand. Fahren Sie einfach rum ums Gebäude und dann rückt das rein. Was der Prüfer und der Polizist noch nicht ahnen, die Untersuchung des Wagens wird gar nicht so einfach. Dicke Luft auf der A4. Der zweite Lufttank dieses LKW könnte jeden Moment platzen. Abschlepper Palke will die Weiterfahrt stoppen, der Spediteur aber nicht. Was will er denn jetzt? Er dachte, das müsste gehen. Pass auf, ich habe jetzt hier die Verkleidung abgemacht. Ja. Der hängt aber scheiße auf der Sattelplatte. Ne? Ja. Und die Gefahr besteht, drüben ist sau viel Druck auf den einen Ball drauf. Den einen Ball, ja. Der wird ja unter Umständen direkt... Ich bin in Sauerland erst hochfahre, da die Berge, schafft er gar nicht. Schaffst du, kannst du, würde ich nicht machen. Wenn er da drüben platzt, Was machst du denn dann? Dann ist Feierabend. Ja, dann ist Feierabend, richtig. Aber dann ist richtig Feierabend für die Firma. Müssen wir jetzt trennen. Die Sattelzugmaschine und den Auflieger trennen. Jetzt kommen wir mit unserer Sattelzugmaschine vorbei und hängen den Auflieger an. Aber Ihr Chef hat eben ein bisschen gezögert, ne? Geht um die Kosten wahrscheinlich, ne? Es sind nicht nur die Kosten, aber da möchte ich mich nicht weiter zu äußern. Kosten, Zeit, Geld, Druck. Von allen Seiten ab nur Druck. Man ist das Glied am Ende und den beißen sie alle. Dann lass deine Achse mal ein Stückchen runter. Ja, mach ich. Ich fahre mal ein kleines Stückchen vor. Als Schlepper und Anhänger getrennt sind, zeigt sich das Ausmaß des Schadens. Hier sind Spuren, wo der Auflieger runtergekommen ist, weil keine Luft mehr da war, hat er hier schon über das Blech drüber geschert. Deshalb, wenn der jetzt in der Kurve zum Beispiel platzt, da kann man unter Umständen gar nicht mehr lenken, weil er sich darin verkeilt. Und was man sich dann ausmalen kann, ist klar. Wenn man in der Kurve dann geradeaus fährt oder diese Kurve immer weiter fährt. Stefan Palke hat den Fahrer vor einem Unfall bewahrt. Aber auch der Spediteur möchte den Schaden begrenzen. Das ist Mager jetzt unangenehm. Der Auflieger wird von meinem Kollegen geholt. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was die hat. Weil der soll den jetzt nehmen und nach Ausladen fahren. Ja, die haben jetzt irgendwie selber eine Sattelzugmaschine besorgt. Die kommt, kannst umdrehen. Doch. Ja, ich weiß. Was willst du machen? Ne? Ja gut, alles klar, dann bis gleich. Die rief mich gerade an, was soll ich machen? Nee, klar. Ist so, wie es ist. Egal. Ja gut, dann kann ich ja wieder abhauen. Menschenskinder. Ist doch nicht normal. Frust auf beiden Seiten. Doch Magers Odyssee ist noch längst nicht vorbei. Valentin, hör mir bitte jetzt genau zu.
Du musst nämlich mit deinem LKW bitte zu mir kommen, weil wir müssen umsatteln. Du musst nämlich meinen Auflieger unter deine Zugmaschine machen. Ja, da muss heute noch ausgeladen werden. Weil, wie gesagt, meine Zugmaschine ist kaputt. Hast du mich wirklich verstanden, Valentin? Okay, dann bis gleich. Ciao. So, ich habe das jetzt Valentin erklärt. Ich hoffe, er hat mich verstanden. Wie soll das denn mit seinem Auflieger dann laufen? Weil der ist ja auch vorgeladen, habe ich gerade gehört. Okay, bis dann. Ciao. Und? Das ist zweitrangig. Wir klären das jetzt erstmal ab, wie das mit meinem LKW weitergeht. Ich habe keinen Durchblick mehr, wie die das wollen jetzt. Weil ich habe gerade gehört, der Auflieger ist auch geladen. Ja, aber den Anhänger kann er ja dann auch nicht wegziehen. Nein, kann er nicht. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Fahrer steht unter Termindruck. Der Stahl im Laderaum muss noch an diesem Tag zum Kunden. Kommissar Jochheim dagegen hat einen Arbeitstag nach Maß. Endlich hat er den Fahrer mit dem Samurai-Schwert als Schaltknüppel dort, wo er ihn haben will, beim TÜV. Und Prüfer Breckle ist bei Tunern penibel. Der Autocheck allerdings kommt auf den letzten Metern ins Stocken. Zu tief. Man hat's ja gehört, der schleift irgendwo. Das passiert sonst nie. Entsprechend groß ist die Ratlosigkeit, die sich nun auftut. Der Wagen ist so tief hier, wir kommen überhaupt gar nicht auf den Prüfstand rauf. Ne? Also wir würden hier schon hier vorne aufsetzen schon. Also haben wir keine Möglichkeit, da auf die Bühne zu kommen. Ne? Hier ist schon Feierabend. Also das sieht nicht gut aus für den Wagen hier. Für die Prüfer aber auch nicht besser. Oder wir machen die Streben ab. Du setzt um Asphalt auf. Ah, okay. Die 5 Grad reichen aus, ja, du setzt auf. Nur hier versuchen. Kannst versuchen, wird aber ähnlich sein. Ich bin nicht geprüft. Ja, das ist schon klar, weil du tief bist, ne? Ja, es gibt so viel Bodenfreiheit. Ich weiß. Hab ich auch Bedenken vorhin gehabt, was soll ich jetzt machen, ne? Wenn wir nicht prüfen können, ihr könnt nicht prüfen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ausgerechnet der Fahrer soll helfen. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben das Problem ja schon allein beim Reinfahren haben wir ja schon. Dass wir öffnen vom Winkel her, vom Asphalt her. Wir setzen schon beim Asphalt schon auf. Und da gibt es nie Probleme, gehabt beim Fahren im normalen Betrieb. Kann mir fast gar nicht vorstellen. In den Fahrzeugpapieren ist festgelegt, wie tief das Fahrwerk sein darf. Die Messung mit Zollstock zeigt, hier stimmt was nicht. Nur was? 500 Zentimeter. Was messen Sie jetzt, Herr Brecker? Das Abstandsmaß von Radmitte zur Kotflügelunterkante. Das Fahrwerk ist eingetragen worden, aber ist nochmal nachträglich tiefer gedreht worden. Das Fahrwerk dann, oder? Sehr wahrscheinlich. Ich kann ja nicht runtergucken. Ich komme nicht auf die Bühne. Was haben wir gemacht mit dem Fahrwerk? Haben wir eintragen lassen und wir dann nachträglich runtergeschraubt, ne? Ja. Ja, ne? Ist so. Habe ich mir auch fast gedacht. Normalerweise, so kann man es ja nicht, so kriegt man sich eingetragen, ne? Machen wir Motor mal. Was machen Sie denn alles so in dem Wagen? In Ihrer Freizeit? Putzen, umbauen, pflegen. Sowas halt. Wann ist das letzte Mal geputzt worden? Letzten Freitag. Wie lange? 3 Stunden. Richtig gewienert? Richtig. Die einen mögen es, die einen nicht. Ist halt Geschmäcker, aber eigentlich muss es mir gefallen. Ich bin der Einzige, dem es eigentlich gefallen muss, weil es mein Auto ist. Was andere sagen, wenn sie das nicht gefallen ist, ist halt so. Ja, und wenn es Leute gefällt, ist halt ein tolles Gefühl, sag ich mal. Wenn man halt gesagt bekommt, ja, geile Karre und so, steckt viel Arbeit drin, sieht gut aus, ist halt, dann weiß man, man hat was richtig gemacht. Aber an allererster Stelle muss halt mir gefallen. Vielleicht gleich mal hier drüben versuchen.
wenn das Asphalt nicht so stark abfällt. Der Tuner wechselt die Spur. Doch auch Boxengasse Nummer 2 hat an der Schwelle eine kleine Erhebung. Und die könnte seinem Auto zu nahe kommen. Geht nicht, sicher? Geht nicht. Warum geht nicht? Reicht mir das sonst was ab. Warte. Alter Schwede. Also da ist er. Ein bisschen weiterfahren könnte es klappen. Dann könnten wir ein bisschen Luft haben dann noch. Also egal, ob nach hinten oder nach vorne, wäre identisch. Ja, aber ich muss ja auch hier wieder rauskommen. Ne? Ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Ja. Ihre Entscheidung, ne? Nur wie gesagt, wie es aussieht, habe ich Ihnen eben schon gesagt, ne? Fahrwerk runtergedreht, 11 cm nicht eingehalten, das ist, wir können nicht prüfen, ne? Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen sollte. Habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll hier. Ein Blick auf den Boden der Tatsachen. Der Honda steckt fest. Stillstand auch auf der A4. Uwe Mager ist liegen geblieben, sein Kollege soll die Ladung übernehmen. Der aber muss erst mal den Weg finden. Valentin, du musst bitte Richtung Hürth fahren. Ich stehe dort auf der rechten Seite, von dir gesehen auf der linken Seite. Ja, weil du kommst ja von oben. Du fährst jetzt erstmal Richtung Aachen. Aber du fährst nicht nach Aachen, denk daran. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen, wenn du meinen LKW siehst. Ich stehe an einer Brücke. Ja, du musst versuchen, dann mit deinem LKW irgendwo zu drehen, über die Brücken rüber, damit du auf meine Seite kommst. Ich bin auf der A4. Du musst nachher drehen und dann zu mir rüberkommen, bitte. Ja, Aachen, Hürth, das ist ja die Strecke. Nein, nicht Kreuz Aachen. Bis Aachen hinten, das sind noch gute 30 Kilometer hinter mir. Das ist schon vorher. Ich bin kurz vor Köln. Aber du musst Richtung Aachen fahren, damit du mich siehst. Du fährst Richtung Valentin. Du musst einfach mit Richtung Aachen fahren. Der Strecke Richtung Aachen folgen. Und wenn du dann mich siehst auf der linken Seite, das heißt, du musst ein bisschen die Augen aufhalten. Wenn du mich siehst mit dem LKW, musst du irgendwo gucken, wo du drehen kannst, damit du wieder zu mir zurückkommen kannst. Boah, auf jeden Fall, die Ware muss heute noch runter. Okay, dann bis gleich. Ciao. Mein Auflieger wird abgeholt jetzt von meinem Kollegen. Der lässt aber seinen Auflieger dafür hier. Was macht das denn für einen Sinn? Ja, das Problem ist, der kommt gerade aus dem Sauerland. Der hat da oben geladen. Der hat aber über 23 Tonnen drauf. Und den kann ich gar nicht ziehen, wenn ich nicht mal 20 Tonnen schaffe. Also muss die Chefin sich selber drum kümmern. Das heißt, sie muss dann Mercedes beauftragen, den Auflieger abzuholen. Kostet dann sie wieder extra. Aber warum nehmen Sie denn nicht Palke jetzt einfach? Bitte? Warum nehmen Sie denn nicht Herrn Palke? Ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Wie gesagt, ich stecke in den Büroleuten nicht drin. Heute reicht's mir schon wieder. Was aus dem LKW-Fahrer und seiner tonnenschweren Ladung wird, ist nicht mehr Palkes Problem. Statt sich weiter über den verlorenen Auftrag zu ärgern, zeigt der Unternehmer Verständnis. Der Spediteur will natürlich Geld sparen. Er verdient ja nicht so viel an so einer Tour. Es sind ja keine Tausende von Euro an einer Tour, was er daran verdient. Deshalb will er natürlich gucken, so günstig wie möglich das Fahrzeug da wegzukriegen. Ist ja auch logisch. Ist ja auch nichts Böses. Aber der kann doch seine Fracht jetzt auch nicht auf der Autobahn parken. Nee, der muss den irgendwo anders parken, auf dem Rastplatz irgendwo, keine Ahnung. Und da besteht wieder die Gefahr, dass eventuell die Schlitzer kommen, die Plane aufschlitzen und ihnen die Sachen rausklauen. Das ist, wie du es machst, ist es verkehrt. Wie man es nicht macht, wird sich im nächsten Fall zeigen. Zunächst sieht es nur nach einem dummen Unfall aus. Der Schaden ist erheblich. Daher muss Abschlepper Sven Frings seinem Chef helfen.
haben einen Anruf von der Polizei bekommen, da ist ein LKW unter einer Brücke drunter hergefahren, wo er dran hängen geblieben ist. Und jetzt droht der ganze Aufbau oben halt runter zu kippen. Ja, der ist 4 Meter hoch, ne? Einmal nicht aufgepasst. Geht schnell. Wir sagen dazu Idiotenbrücken. Ach, steht doch schon, siehst du doch. Rechte Seite der. Da wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Ach ja. Schon Wahnsinn, wie damit weiterfährt, ne? Komm mal ein Stück vor. Kannst du ein Stück vorziehen? Die Autobahnpolizei musste den Lastwagen aus dem Verkehr ziehen. Ein Pkw-Fahrer hatte den Notruf gewählt. Dem Mann war der ramponierte Anhänger beim Überholen aufgefallen. Ja gut, gehen wir mal gucken. Er hat heute Morgen eine Brücke mitgenommen in Belgien. Ja, Wahnsinn, ne? Ich wäre so nicht gefahren. Abgewichst, oder? Auch. Abgewichst einfach. Und dann fährt man so über unsere Straße. Der Laster kommt aus Litauen, der Fahrer aus Russland und die Fracht muss nach Gießen. Offenbar hatte es der Mann eilig. Die vorgeschriebenen Ruhezeiten wurden nicht eingehalten. Zeitdruck wahrscheinlich. Terminfracht, wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann kriegen die alle ein Problem. Ich weiß nicht, was er heute Morgen mit seinem Chef besprochen hat. Der Chef wusste auf jeden Fall über den Unfall Bescheid, hat ihm wahrscheinlich gesagt, fahr weiter. Wenn er nicht macht, was der Chef sagt, fliegt er, klar. So kann der Anhänger unmöglich weiterfahren. Eine Notreparatur soll helfen. Wir gucken mal, dass wir den jetzt mal vorne kriegen. Drücken wir zwar hinten die Wand kaputt, aber ist mir auch egal. Und dann mal gucken, was passiert. Auch noch nie gemacht, keine Ahnung. Gucken, wie es aussieht. Gucken, ob der Plan gelingt. Auch Sachverständiger Breckle tüftelt an einer Lösung. Eine Bodenwelle hatte den getunten Honda gestoppt und Polizist Jochheim die Laune verdorben. Das Fahrzeug ein bisschen höher zu machen. Dass er nicht mehr über den Boden kratzt. Und mal langsam versuchen. Es folgt der insgesamt 4. Anlauf. Der Honda ist drin. Aber hat Kommissar Jochheim mit seinen Anschuldigungen recht? Langsam zurück. Auf der Hebebühne kommt jetzt endlich die Stunde der Wahrheit. Die Prüfung auf Mängel beginnt im Cockpit des Wagens. Der Tuner hat dort ein Samurai-Schwert als Schaltknüppel eingebaut. Tja, es ist fest und scharfkantig. Feuert habe ich genug. Ist okay. Kann man so lassen. Wie gesagt, ich bin kein TÜV-Prüfer. Punkt Sieg für den Tuner. Selbst das abnehmbare Lenkrad ist nicht verboten, falls ein zugelassenes Teilegutachten vorliegt. Motor ausziehen, einschalten. Einmal hupen bitte und dann die Beleuchtung durchschalten. Einmal hupen bitte. Hupe geht nicht. Ja, Bremslicht, Blinker, ja. Nummer Standlicht bitte. Ja, das ist falsche Farbe. 2 Mängel in Folge. Jochheim gleicht aus. Vorsicht. Zum ersten Mal verlässt der Honda die Tieflage. Dann gucken wir noch mal da unten. Der Radlauf ist schon so stark beschädigt, sehr wahrscheinlich vom Fahrwerk, vom Schleifen, dass er scharfkantig und rostig ist. Ja, scharfkantig, das geht nicht. Ja, das ist alles mal getauscht worden gegen Zubehörteile. Schon ein paar Mal kaputt gefahren. Der Expo ist auch nicht original und er fühlt sich auch anders, als ob es dafür nichts gibt. Von der Struktur her. Da weiß man ja, wo man anfangen soll normalerweise. Ne? Das nimmt kein Ende hier, ne? An dem Auto. Er weist auch normale HU-typische Mängel auf, wie hier die Gummilager vom hinteren Lenker. Die sind auch beschädigt. Oh! Das ist eine Schrecklenkerlose. Das muss neu. Und er verliert Kraftstoff. Ja, Mensch, ist das saugefährlich, wenn er Kraftstoff verliert hier, ne? Ja, ja, klar, ja. Das ist ja schon ein bisschen was nachgewiesen. Oh Mann. Sag das mal, ja? Aber er sagt, er setzt im normalen Straßenverkehr nicht auf. Kann, ja, genau, damit bei der Rückwärtsfahrt aufgesetzt und so gelöst. Der ist so tief, da fehlt vorne der Stabi. Nee. Da gehört Stabi rein. Das Motorlager ist auch kaputt.
Das geht schon mit der bloßen Hand bewegt. Und wenn man bedenkt, auf der Autobahn bei Gang- und Schaltwechsel, Gaswechsel, was der Fahrarbeit hintersteckt. Ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Nee. Dann ist es auch lose. Also einer von vielen Punkten. Ne? Allein schon das Tieferlegen, das Lenkrad, das Ding. Ja, die sind fertig. Der Schrauber scheint zu ahnen, was nun kommt. Jochheim erfährt das Prüfergebnis als Erster. Die Menge sind alle dokumentiert. Gesamtergebnis verkehrsunsicher. Mhm. Kommen Sie mal kurz zu uns. Also die Mengen im Einzelnen. Kraftstoffleitung ist undicht mit Brandgefahr. Betriebserlaubnis ist erloschen, weil sie das Fahrwerk nachträglich verändert haben. Standlichter sind unzulässig in Gelb. Längslenker auf der Hinterachse, das war lose, und das Gummilager ist kaputt. Abgasrohr ist das, was wir gehört haben, was abgerissen ist, das ist lose. Heckspoiler müssen die abmontieren oder zumindest Papier dazu beibringen. Luftfilter müssen sie tauschen. Lenker müssen sie tauschen, Lenkernabe natürlich auch. Radbefestigung sind die Distanzscheiben, müssen sie Nachweis zu bringen. Fahrwerk, wie gesagt, um fast 5 cm tiefer gelegt, nachträglich und die Bodengruppe, also die Bodenfreiheit insgesamt, ist unzureichend. Okay. Gesamtteil ist verkehrsunsicher, das heißt, die Plakette mache ich jetzt ab. Wir dürfen nicht mehr fahren. Okay. Sie machen einen sendeten Eindruck. Also, die Plakette kommt also jetzt ab vom TÜV. Ja. Ja. Sie müssen jetzt mit Ihren Dokumenten zur Straßenverkehrsbehörde gehen und den Schildern dort abgeben. Wir bleiben in Kontakt. Okay. Ich kann es auch sicherstellen. Ich überlasse es bei Ihnen, Sie machen das, ja? Geben Sie die Hand drauf. Alles gut. Tut mir echt leid für Sie, ne? Aber, wie gesagt, aber zum Glück ist nichts weiter passiert, außer dass das Auto nicht mehr zugelassen ist für den Straßenverkehr. Ne? Also Sie bekommen natürlich jetzt logischerweise eine Anzeige. Die muss ich natürlich fertigen. Letzte Ausfahrt TÜV. Der Autoliebhaber muss sein Schätzchen abschleppen lassen. Auf dem Hof darf er so lange parken. Soll ich den raus, den Wagen irgendwo da hinten hinstellen? Schaffen Sie das rauszufahren? Ja. Ja. Wenn es frei wird, machen wir das mal. Ich halte das nur fest hier. Eine Fehleinschätzung, wie sich gleich zeigt. Ohne Holzbretter geht es jedenfalls nicht. Ach so, warte mal. Wir müssen ja die Klötze wieder drauflegen, ne? Serviceleistung. Polizist Jochheim, dein Freund und Helfer. Keine Gewehr jetzt, ne? Ja. Wenn Sie auf, wissen Sie Bescheid. Ich lege die mal runter, wie es eben auch war, aber wenn es passieren sollte. Ja. Alles wieder von vorne. Nur andersrum. So, mal ganz langsam. Langsam. Weiter. Das war eben auch schon. Wir müssen eh raus. Bringt nichts anders. Hängen wir fest auch noch. Ach du Arsch. Müssen noch eins drunterlegen am besten. Noch eins? Ja, dann müssen wir zurückfahren erstmal, oder? Mal eben mal. Noch weiter. Einmal zurück. Ob das gut geht. Okay, jetzt mal. Weiter. Spätestens jetzt ist die Kiste Schrott. Man hört, sieht und riecht es auch. So ein Spritgemisch hier auch noch, du. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass ich gut da abfackeln hier, du. Also das ist Benzin. Das ist. Könnte so ein Gemisch sein, ne? Ja, so ein Kondenswasser-Spritgemisch. Ja. Da ist so Feuer auch undicht. Was machen Sie eigentlich beruflich? Kfz-Mechatroniker. Ausbildung. Ach, dann sind Sie ja richtig vom Fach. Ja, so ungefähr.
Deswegen, man weiß, was man tut. Man weiß, was Gefahren sind. Man weiß, an was man hier rumschraubt. Deswegen, nur... Ist natürlich nicht immer alles ordnungsgemäß, aber... Es gibt halt auch viele Sachen, die einem gefallen, die halt... man jetzt nicht unbedingt eingetragen bekommt, aber... da muss man halt mit den Konsequenzen leben. Sind Sie einfach das Risiko eingegangen? Ja, so gesehen schon, ja. So. Jetzt knöpft sich Jochheim den zweiten Fahrer vor, dessen BMW er heute Morgen aus dem Verkehr gezogen hatte. Auf der Autobahnraststätte wagen die Abschlepper ein Experiment. Ein LKW hatte eine Brücke touchiert. Jetzt will Pahlke den kaputten Anhänger mit einem Gabelarm zurückbiegen. Der kann komplett nach hinten wegbrechen. Das heißt, hinten die Ladebordwand bricht ab, die ganze Plane, alles fällt runter, der ganze Aufbau, der ist vorne nicht mehr fest. Langsam. Ja, lass langsam. Habt nichts mehr oder was? Muss ein bisschen überdehnen noch. Lass mal ein bisschen ab wieder. Steht fast gerade. Lass noch mal ab. Mach einen Gurt rein und dann machen wir ab. Hey, Junge, der Gurt bringt dir nichts, dass du den abmachst. Jetzt mach den Gurt ab. Er denkt, das bringt was. Steht er wieder gerade. Aber längst nicht stabil. So kann der Anhänger noch nicht auf die Piste. Die 5 Stahlrollen könnten bei einem Unfall zu einem tonnenschweren Geschoss werden. Der Träger hier, der das Dach an sich hält, der ist total schief. Wir versuchen jetzt ein bisschen zu arretieren. Gut. Nummer 1. Weiter. Jo. So. Der hat die ganzen Bretter verloren hier schon, ne? Ja, ja, klar. Aber ich meine, ist ja der Wahnsinn, dass der mit dem LKW einfach weiterfährt, oder? Ja, vor allem noch so weit gekommen ist. Sind vorher noch keine aufgehalten ist. Das müssen ja locker 150 Kilometer sein, die er schon gefahren ist. So kaputt. Schon eine stolze Leistung. Ich hab Termin. Ich fahre LKW. Dann ist das, was ich sage. Das Einzige, was ich muss, ist kacken und sterben. Wenn ich für mich entscheide, ich bin müde, hab meine Fahrzeit überschritten. Weil es ist ja nicht nur, dass der Spediteur einen draufkriegt, sondern der Fahrer selbst auch. Der kriegt auch die Punkte und die Geldstrafe. Jeweils 1.000 Euro müssen sowohl der Fahrer als auch der Spediteur zahlen. Wegen der Fahrt ohne Pausen und der technischen Mängel. Er fährt auf jeden Fall so nicht weiter, weil die komplette Stirnwand ist ja abgerissen. Die hängen noch in einem Bolzen dran. Wo denn? Die hängen noch an dem Bolzen dran. Drüben ist alles rausgerissen. Die komplette Bolzen hier ist also rausgerissen. Die Plattform selber, da passiert nichts. Aber der Aufbau, dadurch auch, dass die ganzen Querstreben gebrochen waren und alles, der hatte keine Stabilität mehr. Und irgendwann, wenn der Pech gehabt hätte, hätte er vielleicht auf der Straße gelegen. Wenn das runtergekommen wäre auf der Autobahn, das wäre eine Katastrophe geworden. Das wäre eine Katastrophe geworden. Wir stabilisieren das ganze Teil jetzt, weil hinten steht ja noch unser LKW vor. Und wenn wir den jetzt wegnehmen, dann geht die ganze Schose wieder nach vorne. Und damit das nicht passiert, machen wir jetzt Spanngurte hin. Und ziehen uns den wieder in Form rein. Damit er uns nicht auf der Autobahn zusammenbricht, wenn wir ihn jetzt gleich transportieren. Weil ob wir ihn jetzt aufladen oder nicht, das Ding bewegt sich ja trotzdem. Deswegen müssen wir ihn stabilisieren. Ich würde sagen, ja, das kann man als Beruf nicht lernen. Entweder du kannst es oder kannst du nicht. Hast du im Blut oder hast du es nicht im Blut? Ja. Deshalb verstehe ich ja unsere Schulbildung nicht. Normalerweise sollte man das fördern, was man gut kann. Und keinen Leuten das aufzwingen, was sie unbedingt lernen müssen, was sie nie brauchen und wo sie nichts von haben. Deshalb besser das weiter ausbauen, was man gut kann. Damit ist dann auch besser geholfen. Aber ich glaube, dass das zu wenig geschieht in der Gesellschaft. Ich würde sagen, ja. Wir lernen alles Mögliche, aber wie man anständig durchs Leben kommt, lernen wir nicht. Aber der ist so gut wieder, der steht wieder schön gerade. Die Gegebenheiten sind eigentlich gegeben, dass er weiterfahren könnte. Dann sind wir wieder einig geworden. Ja. War wieder schön mit euch. Ja, das hört man immer gerne. Warum? Hat doch alles geklappt. Ja, klar. War doch gut. Ja, ich hab da sogar noch pünktlich zum Essen gleich. Was sagst du? 17 Uhr haben wir jetzt. Ich bin gleich beim Spanier essen. Ja, und von was träumst du nachts? Ja. Vom Spanier. Genau, schönes Steak oder sowas essen. Alles ist gut. Ja. Ja, dann jalla. Jalla, jalla, genau. Nach Hause, nach Hause. Ja, wo ist der Fahrer? Ich fahr dir hinterher und dann ist alles gut, ne?
Der Anhänger ist ab jetzt sichergestellt und kommt bei der Firma Palke unter Verschluss, bis der komplette Aufbau repariert worden ist. Die Stahlrollen müssen zuvor umgeladen werden. Beim TÜV geht es nun um den BMW des zweiten Tuners. Jochheim hatte bislang nur die Lichtanlage bemängelt. Noch gilt das Prinzip Hoffnung. Aus Gutachten noch. Mhm. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, wenn das ein erheblicher Mangel ist, dann dürfen Sie weiterfahren damit. Das sieht der Prüfer allerdings anders. Ja, die Auspuffrohre, wenn man die tauscht und größere aufschweißt, dann müssen Originalstücke längere Stücke stehen bleiben. Die sind auch zu weit abgesägt worden. Die müssen 10 mm stehen bleiben. Entschuldigung, ich weiß nicht, was Sie genau meinen, jetzt grob abgeschnitten. Ja? Die Originalrohre, die da drin sind, die sind zu weit abgesägt. Können Sie das zurückbauen? Kriegen Sie das alleine hin? Ja, ich kann das komplett so zurückbauen. Da fehlt ein Schalldämpfer. In der Mitte, der nur sogenannte Mittelschalldämpfer. Dann ist das Auto schön laut. Ja, das wusste ich. Gebe ich offen ehrlich zu. Selber ausgebaut? Nee, nicht selber gemacht. Ich hatte das so gekauft, wusste aber da Bescheid, dass das so ist. Hat das bisher nur so gelassen. Auch wegen dem Sound? Ja. Hört sich so an, ja? Sage Ihnen auch ganz ehrlich, jetzt auch schon wie bei dem Freund hier auch von Ihnen, genauso wie in Grün. Der Betrieb hat uns erloschen, Sie haben was verändert an dem Fahrzeug. Und dementsprechend gibt es auch eine Anzeige. Okay. Auch dieser Wagen darf nicht mehr um die Häuser cruisen, bis er wieder verkehrssicher ist. Und dann im gemütlichen Tempo. Denn die beiden Fahrer legen Wert auf die Feststellung, keine Raser zu sein.